Moin Moin und hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge City Transport Simulator Tram. Ein neues Update ist da, wir haben es ja gerade hier schon unten, glaube ich, eingeblendet gesehen, hier Version 0.3.1. Ich möchte in dieser Folge immer so ein bisschen darauf eingehen, was ist neu, was ist vielleicht auch gleich geblieben oder was hat sich im Allgemeinen geändert. Und um das gleich vorwegzunehmen, neu ist hier, glaube ich, nichts. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist nichts neu gemacht worden, sondern viel, viel mehr überarbeitet. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal auf Sandbox. Sagen dann schnelles Spiel. Ja, nee. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu spät. Das ist mir zu früh. Ich möchte eigentlich den Dings fahren. Typ D. Ja, der ist zu spät. Das klingt doch ganz gut. Blau. Mhm. Da sehen wir nämlich doch das andere Feature, was ja schon länger drin ist. Ich weiß, dass ich jetzt die Parameter laden lassen habe, ist völliger Blödsinn. Aber na gut. So, ich habe euch jetzt mal den Ladescreen so ein wenig verkürzt. Wir öffnen erstmal machen die Türfreigabe rein. Und dann schauen wir uns erstmal diese schicke blaue Lackierung an. Gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann komme ich auch schon darauf zu sprechen, was ist jetzt eigentlich geändert. Und das ist, ganz ehrlich gesagt, zum einen schon mal weniger Abstürze. Also es gab ja oft so die Probleme, Abstürze und so, das war ja alles nicht ganz so schön. So kann ich aufstehen, genau. Das sollte jetzt allerdings behoben sein. Performancemäßig müsste es immer noch so das Gleiche sein. Dann ist die KI-Logik überarbeitet worden. Das heißt also, die Menschen sind jetzt wesentlich intelligenter. Die werden jetzt hier nicht mehr durch die Gegend schweben. Genauso auch ist der KI-Verkehr überarbeitet worden. Das gilt sowohl für Autos als auch Straßenbahnen. Weichenlogik überarbeitet. Die funktionieren nun so, wie sie sollen. Dann sind die Ampeln überarbeitet. Ampeln und Signale, um genauer zu sein. Sodass auch das jetzt so funktioniert, wie es soll. Die Weichen werden nun auch richtig gestellt. Das heißt also, diese Problemchen, die wir da in der Vergangenheit hatten, dass ich da irgendwo lande, wo ich eigentlich gar nicht landen möchte. Im Sinne von den Weichen her. Nächster Halt, Oberer Ring. Übergang zu den Linien 1, 2. Genau, das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Das heißt also, wir haben jetzt hier wirklich ein Weichensystem, was so funktioniert, wie man sich das wünscht. Das ist ja auch schon mal ganz cool. Und die können sogar gestellt werden per Weichenstelleisen oder eben auch per IBIS-System, glaube ich, war das gewesen. Ah, grün, perfekt. Dann dürfen wir ja immer drüber. Ja, ansonsten ist es das, glaube ich, im Großen und Ganzen gewesen, was sich jetzt hier getan hat. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz so viel Gravierendes vergessen. Es ist halt wirklich alles mehr Bugfixes. Das ganze Update ist 3,5 GB circa groß. Für mein Internet war es schlimm genug. Also wer schlechtes Internet hat, sitzt da eine Weile dran. Wer aber jetzt gutes Internet hat, schafft das wahrscheinlich in kürzester Zeit. Genau. Aber ist auch wieder ganz schön, hier in Tramau unterwegs zu sein, würde ich sagen. Waren wir jetzt ja länger nicht. Und ich hatte es ja auch, wie gesagt, ich hatte es ja versprochen gehabt, wenn es ein Update gibt, dann zeige ich das natürlich. Dann wird es das definitiv zu sehen geben, so rum. Und deswegen, da halte ich mich auch dran. Auch jetzt hier wieder. Funktioniert. Nächster Halt, Ringensteinstraße. Übergang zur Linie 1. Ich überlege jetzt gerade, war eigentlich hier schon immer Herbst im Spiel? Oder richtet sich das so ein bisschen nach dem Datum? Ich bin da gerade echt am Überlegen. Jetzt sind wir zu schnell. Schalt um. Mist. Das war immer nichts. Genau, diese Meldungen, die jetzt hier natürlich oben rechts immer wieder auftauchen. Die sind jetzt auch angepasst, sodass also da keine Probleme mehr auftreten, von wegen rote Ampel überfahren, obwohl ihr gar keine überfahren habt.
dann hört man das jetzt vielleicht auch gerade schon. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder eine rote Ampel überfahren, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern vielmehr, es sind jetzt noch ein paar Sounds hinzugekommen, die wir jetzt hier hören. Also das sind sowohl jetzt hier Polizei, Krankenwagen, whatever. Aber auch Menschen haben jetzt einen Sound bekommen. Ich glaube, das passt sich sogar dem an, je nachdem, ob wir jetzt viele Fahrgäste drin haben oder nicht. Dann könnte es also ein bisschen lauter werden. Das können wir gleich mal testen. Sind hier teilweise neue Menschen drin? Ich überlege gerade. Naja. So, und wenn dann wieder alle drin sind, machen wir die Türfreigabe raus und dann geht's wieder weiter. Also vom Spielprinzip an sich her hat es jetzt natürlich nichts getan. Ich glaube allerdings, was ich jetzt nochmal ganz kurz anmerken sollte, ist, wenn ihr das Update herunterladet und das erste Mal wieder ins Spiel reingeht, nicht wundern, in meinem Fall war es dann... Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Übergang auch, zur Linie 1. Genau, sprich erst noch aus, junge Frau. In meinem Fall war es dann auch so gewesen, dass ich erst noch die Anfangsszene gesehen habe, diesen Trailer von der Map sozusagen. Das kann bei euch auch passieren, ich weiß es gar nicht. Ist aber nicht weiter schlimm, Safe Games etc. ist alles gespeichert. Deswegen die Szene einfach mal kurz durchlaufen lassen und dann passt es. Jetzt hier gleich einmal Folgendes machen. Fahrzeug hat aus. Jetzt mache ich natürlich in der Folge mal einen Thumbnail. Es ist auch sehr professionell wieder unterwegs. Aber sonst vergesse ich das, dann habe ich nachher wieder keins. So, okay. Das dazu. Alle drin, die rein möchten, alle raus, die raus möchten. Ja, das ist dann so. Und dann fahren wir ab. Und wir müssen nach links. Am Hauptbahnhof entlang. Und ich glaube, auch von der Map her hat sich auch jetzt nichts getan im Update. Keine Erweiterung. Halt, Hauptbahnhof. Übergang zur Linie 1. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ach so, weil wir jetzt ja nur so ein, wie so eine Art Szenario haben. Ah, verstehe. Ja gut, auch nicht schlimm. Dann fahren wir eben zum Hauptbahnhof. Aber dann komme ich ja auf keine 15 Minuten. Ich schaue gleich mal nach. Das jetzt hier ist mir ja doch ein bisschen sehr kurz und da laufen die Menschen im Boden. Ich glaube, das sind auch noch so Fehler, die werden aber noch behoben, aber viel wichtiger ist ja jetzt, dass die Logik an sich bearbeitet ist. Diese Glitches im Boden, das ist ja so eine Sache, die hat ja der Spielcharakter auch. Ich kann das ja vielleicht mal kurz zeigen gleich. Ich möchte jetzt einmal kurz schauen. Ja, wir sind jetzt erst bei 9 Minuten. Dann fahren wir noch die Rücktour eine Runde. Und wer jetzt City Transport Simulator Tram noch gar nicht kennt, das Ganze ist eine Straßenbahnsimulation aus dem Hause Dovetail Games und View App, die allerdings jetzt noch im Early Access sich befindet. Da steht ja auch unten links die Einblendung. Ist also noch eine frühe Version. Ob das jetzt nun Beta, Alpha oder so ist, ich kann es euch gar nicht genau sagen. Ist für mich immer sehr schwierig einzuschätzen. Der ursprüngliche Plan war der gewesen, dass das Ganze ja Ende des Jahres fertig wird. Ich persönlich muss sagen, glaube es nicht, dass es bis dahin fertig wird. Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Übergang zur Linie 1. Genau, denn das Problem, was ich da einfach sehe, ist, dass
dass die Karte einfach noch sehr, sehr klein wirkt. Und ich denke, dass da noch viel gemacht wird. Aber ganz ehrlich, es ist ja nicht schlimm, wenn es länger dauert vom Early Access her. Denn wenn es ein bisschen länger dauert, spricht das ja für Updates etc. Es lohnt sich übrigens für alle, die jetzt City Transport Simulator haben, das erste Mal sehen und noch gar nicht besitzen, so früh wie möglich in den Early Access einzusteigen. Denn das Ganze wird im Rahmen des Early Access immer wieder ein Ticken teurer. Oder wird es zum Ende teurer? Ich muss gerade überlegen. Bin mir gerade gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall teurer. Deswegen steigt am besten so früh wie möglich ein. So. Also von der Grafik her, wie die Sonne immer wieder so ein, also Strahlungen da abgibt, ich finde das wirklich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag ja auch gute Grafik. Also wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß es. Nächster Halt, Ringensteinstraße. Übergang zur Linie 1. Genau. Und ich glaube auch, der derzeitige Early Access Preis ist 30 Euro. Ach, wir dürfen sogar noch fahren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wer jetzt allerdings sagt, wie kannst du das mit den ganzen Signalen herausfinden und so, wie funktioniert das denn? Es gibt Tutorials, da wird das euch ganz genau erklärt, wie hier was funktioniert. Ist aber auch gar nicht so schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, also Straßenbahn fahren ist relativ einfach. Jetzt hätte ich hier, glaube ich, die beste Punktzahl gekriegt, wenn ich jetzt hier im Karrieremodus wäre. Sieht doch gut aus. So. Ist er mir jetzt abgestürzt? Nee. Gut. Ja, Abstürze dürfte es jetzt, wie gesagt, deutlich weniger geben. Ich habe trotzdem nur so ein bisschen Bedenken, dass es mir manchmal abstürzen könnte. Weil, wie gesagt, es ist ja noch ein Early Access. Lustig. Nächster Halt, Oberer Ring. Übergang zu den Linien 1, 2. Genau, das Ganze ist übrigens eine KI-generierte Stimme, würde ich sagen. Ich glaube, das hat keiner wirklich selbst eingesprochen. Deswegen klingt das manchmal so ein bisschen komisch. Finde ich jetzt allerdings gar nicht so schlimm. Weil ja, es klingt komisch, aber jetzt nicht unbedingt total doof. Also, ich denke, man kann das ertragen. Vielleicht wird es ja nochmal geändert im Rahmen des Early Access. Kann ja passieren. Weil alles, was ihr jetzt hier seht, könnte sich gegebenenfalls noch einmal ändern. Vielleicht kommen auch noch mal neue Straßenbahnen hinzu. Die Map, wie gesagt, die wird erweitert. Da seht ihr es ja auch schon. Da bin ich auch sehr gespannt, was da noch so kommt. So, Tür zu. Ein Betriebshof zum Beispiel wäre ja auch noch ganz cool. Und wer den Tram-Sim kennt, der kennt vielleicht auch so ein bisschen den Anspruch von View-App, das Ganze so realistisch wie möglich darzustellen. So, und jetzt bin ich, glaube ich, einen Ticken zu weit vorgefahren. Na toll. Ah, jetzt. Geht's jetzt hier nach rechts oder nach links? Ich habe gar nicht geguckt. Muss ich gerade mal rechts, okay. Gut. Nächster Halt, Bernhardsplatz. Übergang zu den Linien 2, 3. Ja. So sieht's aus. Linie 2, 3. Da ist dann so der Übergang. Und das Ganze spielt übrigens auf einer fiktiven Karte namens Tramau. Sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, bevor jetzt hier einer sagt, ja, wo spielt das Ganze denn? Tramau, eine fiktive Karte, wie gesagt.
ist aber angelehnt an eine typisch süddeutsche Stadt. So sagt's der Entwickler. So. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.